Wann werde ich jemals erlöst werden? 2 Wochen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Surviving Mars. Die neue Megakuppel wird gerade fleißig bebaut. Unsere Drohnen sind hier gerade auf dem Weg zu den Baustellen, um die Gebäude fertigzustellen, die wir jetzt hier schon am Start gebracht haben. Die Farmen sind tatsächlich schon fertig. Ja, das ist ganz nice. Und ich wollte jetzt nochmal gucken, ich hatte doch noch eine Betonladung anliefern lassen, glaube ich. Ah ja, genau, das ist schon ausgeladen worden, tatsächlich. Da holen wir doch gleich nochmal eine, würde ich sagen, weil Beton werden wir jetzt hier sehr viel benötigen. Beton und tatsächlich auch Polymere, die sind auch sehr wichtig. Die nehmen wir mal auch gleich rein und schaffen die mal direkt darüber, würde ich sagen. Dann können wir da nämlich auch richtig schön losbauen, weil diese Kuppel hier, da haben wir jetzt bald das Problem, da kommen wir bald an die Bevölkerungsgrenze ran. Und das bedeutet, ihr wisst, was das bedeutet, wir haben dann keinen Platz mehr für neue Leute und das heißt, spätestens dann wird es mehr Selbstmorde und sowas geben, weil die Leute dann, ja, in Panik ausbrechen, dass sie halt keine Bleibe finden sozusagen. Und dann geht der Komfort runter und irgendwann bringen sie sich dann selber um. Das ist leider nicht so cool und das müssen wir verhindern. So, ich sehe gerade, hier sind die Edelmetalllager voll in der Ecke. Da müssen wir mal ein bisschen was tun dagegen. Bauen wir mal hier noch ein Lager. Genau. Und den lassen wir hier gleich wieder hochfahren mit dem Beton. Können die Drohnen das gleich ausladen. Der kommt mit Polymer. Das ist schon mal sehr gut. Dann bauen wir hier auch gleich die... Genau, die Verbesserung von dem Wohngebäude. So, wenn wir jetzt hier jetzt natürlich in dieses Gebäude oder in diese Kuppel, hat man ja vorgehabt, keine Arkologie zu bauen in die Mitte, sondern was anderes, ein Sanatorium oder so. Das heißt, wir brauchen jetzt hier natürlich entsprechend viele Wohngebäude, damit wir den Arbeitskräftebedarf decken. Das ist ganz wichtig. Wir könnten jetzt natürlich trotzdem nochmal eine Rakete von der Erde holen tatsächlich. Da sind 48 Leute drin. Ich meine, wir können jetzt natürlich die mit den besten Eigenschaften holen, ne, eigentlich. Jetzt können wir wieder wählerisch sein. Jetzt können wir uns wieder Wissenschaftler, Ingenieure, Geologen, Botaniker, Mediziner holen. Und bei Stärken... Sexy brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr, weil sexy erhöht ja nur die... die Fruchtbarkeit sozusagen, das ist, die mehr Kinder machen. Sowas wie gelassen, Genie, Promi, heilig, religiös, na religiös vielleicht nicht, Gamer, Nerd, Fit, genau, Enthusiast, Hippie, ja gut, so viele Gärten und Parks haben wir gar nicht, deswegen sollten wir gar nicht so viele Hippies holen. Vielleicht Partylöwe noch. Na, obwohl, nee, eigentlich nicht. Weil ihr wisst, was bei Partys auch passieren kann. Nach der Party insbesondere. Ja, wir müssen ja ein bisschen auf die Geburtenkontrolle achten. Starten wir die Rakete mal. Und dann lassen wir die einfach hier landen, die Jungs und Mädels. Und dann ist die Kuppel nämlich auch direkt voll. So, wir bauen einfach noch mehr Wohnhäuser. Und vor allem die normalen Einrichtungen, die man hier halt so braucht, ne? Sicherheit. Krankenstation. Dann hier ein Diner, würde ich sagen, bauen wir. Dann können wir da in der Mitte noch einen Park bauen. Genau. Dann sollen wir hier noch Kindereinrichtungen bauen? Nee, würde ich sagen, hier machen wir das mal nicht. Hier bauen wir mal keine Einrichtungen für Kinder rein. Keine Schule und sowas. Das ist hier... Ich möchte nicht noch so eine Kuppel haben, wo es denen so gut geht, dass die da richtig viele Kinder produzieren. Das ist, glaube ich, nicht so schlau. Weil ich weiß nicht, das erhöht, glaube ich, auch, wenn da so Kindertagesstätten und so sind, erhöht das, glaube ich, auch die Geburtenrate, oder? Wobei, da bin ich mir ehrlich gesagt gerade gar nicht sicher. Vielleicht sollten wir sicherheitshalber doch noch solche Gebäude bauen. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Erhöhen solch die Anwesenheit solcher Gebäude, Schule, Kindertagesstätte und so, erhöht das die Geburtenrate nochmal? Weil sie dann sehen, hey, Moment mal, da kümmert sich einer. Das wäre halt jetzt mal so eine Frage, ne? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bauen wir hier auch noch ein Wissenschaftsinstitut rein.
Und jetzt nochmal gucken bei Service. Auf jeden Fall auch noch ein Lebensmittelgeschäft. Dann noch einen Park, würde ich sagen. Ah, der geht da nicht hin. Kleiner Garten, genau. Jetzt wollte ich nochmal schauen. Haben wir eigentlich jetzt noch ein Wunder, ein neues? Nee. Wird aber gerade eins erforscht, ne? Ja, Traumrealität wird erforscht. Die ist auch gleich fertig. Stimuliert die Entwicklung neuer Stärken bei allen erwachsenen Kolonisten. Da bin ich doch mal sehr gespannt drauf. Research complete. Jawohl, da haben wir es schon. Okay, jetzt haben wir hier natürlich einen riesigen Ressourcenverbrauch, allein dadurch, dass hier so viele Gebäude gebaut werden. Das macht aber nichts. Ich würde sagen, wir beuten auf jeden Fall hier noch diese Eisenquelle aus, Metallextraktor. Denn die ist nämlich sehr reichhaltig. Ah, die sind schon da, die Kolonisten. Okay, wie viele sind da drin? 22. Und wie viel Wohnraum haben wir hier? 72. Ja gut, das geht ja. Dann lassen wir die mal hier landen. Die Knaben. Genau. Hier werden dann noch die Servicegebäude gerade gebaut und hochgezogen. Genau, apropos Servicegebäude, da fehlen ja auch noch so ein paar Sachen wie Freiluftfitness. Dann fehlt da noch die Weltraumbar, die brauchen wir unbedingt auch noch. Bauen wir da hinten in die Ecke. Genau neben das Forschungszentrum. Dann können die Forscher immer direkt Party machen, das ist doch schön. Da sind sie, die neuen Kolonisten. Jetzt haben wir hier bestimmt Arbeitslose, oder? Nee. Immer noch freie Arbeitsplätze. Aber das passt eigentlich. Das ist so schon ganz richtig, wie es jetzt ist eigentlich. Jetzt frage ich mich halt nur, was fehlt hier noch an Zeug? Also höchstwahrscheinlich Electronics. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Guck mal, die Electronics sind auch voll. Bestimmt fehlt hier Beton. Baumaterial. Deswegen holen wir da jetzt gleich mal mit beiden Rovern einen großen Schwung. Einen riesigen Schwung Beton. So, jetzt gucke ich mal, was brauche ich denn für dieses Wunder jetzt eigentlich? Dank des verbesserten Verständnisses des menschlichen Gehirns haben wir das Morpheus-Projekt gegründet. Morpheus aus Matrix, ne? Schön eigentlich, schöner Seitenhieb. Also schöner, wie sagt man, Insider. Das Gerät nutzt eine Kombination aus psychosomatischen Auslösern und suggestopädischer Methodik, um die Entwicklung neuer Stärken bei erwachsenen Kolonisten zu fördern. 300 Electronics. Wir haben gerade mal 144. Okay, jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass wir gerade diese Kuppel hier einrichten und dafür auch ganz viele Electronics brauchen, ist das wohl jetzt nicht so richtig der richtige Zeitpunkt dafür. Glaube ich jetzt einfach mal. Oder sage ich jetzt einfach mal. Also müssen wir erstmal warten, bis die hier die Sachen gebaut haben in der Kuppel. Sonst kriegen wir hier noch ein Problem am Ende. Ein großes Problem. So, noch ist die Kindertagesstätte hier leer. Ich glaube mal, das wird nicht lange so bleiben. Ich meine, an sich haben wir ja jetzt so eine Situation, dass hier eine Kuppel direkt verbunden ist, oder? Nee, eigentlich nicht. Nee. Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein Tunnel, der geht ja ganz woanders hin. Ich habe nichts gesagt. Lalala, ich habe nichts gesagt. Lalala. Aber prinzipiell ist es natürlich richtig. Oh, wir haben eine Stromknappheit. Moment. Wie das jetzt? Oh, shit. Ah. Schnell pausieren. Wir brauchen noch einen Reaktor. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Können wir den jetzt überhaupt bauen? So blöd gefragt. Stimmt, das ist die Kuppel hier, ne? Die zieht zu viel Strom. Oh, scheiße. Ja, gut. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Höh. Schlecht. Schlecht. Bauen wir den jetzt einfach hier hin. Und sagen einfach hohe Priorität. Hoffentlich sind sie so schlau und bauen das Ding auch. Ah ja, okay, sie gehen direkt hin mit dem Polymer. So, den Beton, den holen wir uns ja gerade hier, genau. Holen wir den mal hoch. Schaff den mal nach oben. Gut, dass ich das jetzt noch gesehen habe. Vielleicht sollte ich hier auch nochmal so einen Akkulator bauen. Dass wir ein bisschen mehr Strom zwischenspeichern können. Wie viel Strom ist denn noch gespeichert?
Gespeicherter Strom. 3700. Allerdings befürchte ich, der ist hier unten gespeichert, oder? Also, hier unten. Ja, der ist hier unten gespeichert. Tote Kolonisten. Warum? Selbstmord, niedrige Besonnenheit. Was? Warum? Warum töten die sich denn jetzt alle? Also was heißt alle? Es sind immer noch Einzelfälle. Liegt es vielleicht doch am niedrigen Komfort? Ja, wir haben doch jetzt hier das Casino gebaut. Machen wir noch eine Arbeitsschicht auf. Kann ja eigentlich nicht sein, oder? Dass es daran jetzt liegt? Also, wäre ein bisschen seltsam. Alter, wie viele Edelmetalle wir hier haben. Nicht mehr normal. Brauchen mehr Lager. Brauchen mehr Lagerraum. So, Beton ist am Start. Electronics fehlen jetzt. Warte mal, wir laden das mal. Den Beton, den laden wir mal hier aus. Dann ist das Baumaterial schon mal da. Okay, das ist voll. Dann brauchen wir hier mal ein Betonlager. Am besten hier hin. Ausladen. Ja. Kuppeln ohne Strom. Oh Gott, auch noch die große Kuppel. So, okay, Moment. Stopp, stopp, stopp. Dann müssen wir jetzt erstmal das Wunder ausschalten, fürchte ich. Das müsste uns eigentlich wieder einen Überschuss gewähren. Ja. Das ist schon mal der Überschuss, den wir brauchen. Das können wir jetzt erstmal auslassen, solange bis jetzt hier das Kraftwerk fertig gebaut wurde. Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Zettel gehabt, dass wir einen Stromengpass haben. Also so gar nicht. So null und gar nicht habe ich das auf dem Zettel gehabt. Holen wir mal von hier unten noch ein paar elektronische Geräte. Hoffentlich geht das jetzt schnell. Hier haben wir auch Stromknappheit. Immer noch. Okay, hier ist aber alles gut jetzt. Ja, jetzt frieren sie natürlich. Immer noch Stromknappheit. Moment mal. Was ist denn jetzt hier los? Moment, was kann ich denn noch ausschalten? Das brauche ich nicht unbedingt. Und die triboelektrische Bürste schalte ich jetzt mal auch spaßenshalber kurz ab. Jetzt müsste es eigentlich... Eigentlich müsste es jetzt gehen, wieder. We have a power shortage. Hä, immer noch? Was? Da hatten wir aber vorher schon wenig Saft. Wahrscheinlich, weil wir diese ganzen Sachen gebaut haben. Verdammt, ey, das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist sogar ganz schlecht. Wenn ich das mal sagen darf. Das ist richtig schlecht. Das geht gar nicht. Schnell fahr hoch mit dem Electronics. 10 Stück, das reicht, glaube ich, um das Ding zu bauen. Okay, es wird schon gebaut, es wird schon gebaut, alles klar. Oh, dann brauchen wir schnell das Upgrade, dass da keine Leute arbeiten müssen da drin. Jetzt haben wir gleich ein massives Problem. Hier, Priorität hoch. Absolute höchste Priorität. Schnell. Nein, das ist keine hohe Priorität hier. Ihr müsst hier bauen. Schnell, steckt die Polymere da rein. Ja toll, jetzt haben wir hier wieder nicht genug Polymer. Ah! Ah! Scheiße! Schnell! Wir brauchen mehr Polymer. Nicht, dass wir uns jetzt wegsterben hier in der anderen Kuppel, weil sie erfrieren. Das wäre natürlich richtig mies. Und da lässt man einmal eine Kleinigkeit außer Acht, ne? Und sofort... Sofort beißt es einen in den Popo. Das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Ja, warum nimmt der jetzt eigentlich nicht die Abkürzung durch den Tunnel? Mal so blöd gefragt. Beim letzten Mal... Ja, ich weiß. Ich weiß, dass wir das haben. Was soll ich machen? Es geht nun mal nicht schneller. Wahrscheinlich läuft es wieder so. Hä, wieso ist das Ding direkt kaputt? Ich wollte gerade sagen, was war das denn? Okay, aber es läuft jetzt.
Strom ist am Start. Wir haben wieder einen Überschuss. Das heißt, wir können jetzt die Gebäude hier wieder zuschalten, richtig? Ich gehe mal schon schwer davon aus, dass wir das können. Machen wir das mal. Genau. Überschuss. Überschuss. Lade. Parameter und Status des Stromspeichers. 50 Energie hat er Überschuss. Okay. Es muss wahrscheinlich wirklich schon vorher, bevor wir die Kuppel hier eröffnet haben, einen Mangel gegeben haben. Achso, die Rakete ist noch nicht ausgeladen. Nahrungslager ist schon wieder voll, ne? Dann müssen wir da wohl noch eins bauen. Genau, holt mal hier alles raus. Sehr gut, sehr gut. Wunderschön. Hier können wir eine Verbesserung bauen noch. Machen wir noch die Schichten auf. Wunderbar. 30 von 104. Okay, also wir haben jetzt einen Überschuss an Wohnraum. Wir haben wenig Arbeitslose. Ah, die wandern dann wahrscheinlich in eine andere Kuppel rüber, schätze ich mal. Genug freie Wohnplätze. Also es ist alles wieder gut erstmal. Energie haben wir auch. Alles schick. Alles fein. So, wunderschön. Dann, wenn wir hier noch eine Teilefabrik bauen. Eine Maschinenteilefabrik. Ja, komm. Schaden kann es nicht. Generell kann es, glaube ich, nicht schaden, wenn wir... Was, für dieses Gebäude benötigst du Fertigteile? Wir haben das noch nicht erforscht. Die Fabrik. Moment mal. Das haben wir noch nicht. Stimmt. 3D-Zerspannung. Neues Gebäude, Maschinenteilefabrik. Okay. Dann muss ich das wohl erforschen noch. Interessant. Habe ich jetzt gar nicht auf dem Zettel gehabt. Oh Mann. So, die Frage ist jetzt, können wir es uns leisten, hier jetzt schon dieses Wunder zu bauen? Es ist halt das Problem bei den Wundern. Ja, es hat einen hohen Stromverbrauch. Wir bräuchten da auf jeden Fall nochmal einen Fusionsreaktor zusätzlich, damit wir den Verbrauch von diesem Wunder decken. Das heißt, das sollten wir auf jeden Fall, bevor wir das Wunder bauen, noch machen, einen weiteren Fusionsreaktor bauen. Der muss ja in der Nähe einer Kuppel ja gebaut werden. Dann, ich nehme jetzt hier einfach die Kuppel. Die hier. Bauen jetzt hier den noch hin. Und vielleicht noch einen Akkumulator. Weil das ging ja gerade doch relativ schnell mit dem Leerzuzeln der Energiezellen hier, der Powerzellen. Und ich weiß nicht, wie hoch ist eigentlich der Output von so einem Reaktor? Der hat stündliche Produktion von 300. Okay, also der müsste eigentlich, wenn wir jetzt noch einen bauen, den Bedarf, den Strombedarf von dem Wunder decken. Sogar relativ locker. Und ich würde sagen, wir bauen das Wunder hier in die Gegend. Weil wir hier natürlich Arbeitsplätze haben. Ich weiß nicht, ob das Wunder Arbeitsplätze braucht. Und weil wir hier halt Leute mit psychischen Problemen haben, denn wir haben hier Selbstmorde. Und das wollen wir nicht haben. So, hier kann ich die Rakete wieder zurückschicken. Ich werde jetzt mal tatsächlich von der Erde noch ein paar elektronische Teile holen, glaube ich. Machen wir mal Frachtrakete. Elektronische Geräte. Genau. Für 130 Millionen. Obwohl, warte mal, nee. Wir machen mal nur so viel, wie eine Rakete bringt. Oder sagen wir 500 Millionen. Aber es sind halt nur 25. Es bringt eigentlich nicht wirklich was. Und es ist eigentlich nur eine riesige Geldverschwendung. Kann ich eine Rakete nicht auch einfach so starten? Ah komm, wir machen noch eine Maschinenteilefabrik. Für 400 Millionen. Das reicht, genau. Ich würde sagen, die holen wir jetzt nämlich. Dann kann ich die nämlich in der anderen Kuppel noch installieren. Und dann bauen wir da auch noch Maschinenteile. Und dann haben wir bei Maschinenteilen wirklich definitiv kein Problem mehr. Ich meine, guckt euch das mal an hier. 400 haben wir da gerade.
Wobei der Überschuss da... Ja, okay, der ist dreimal höher als der Verbrauch. Alles klar. Passt eigentlich. Sehr gut. Ja gut. Dann haben wir doch sämtliche Probleme wieder ganz gut gelöst. Eigentlich. Eigentlich. Genau, und diese Rakete, die wir jetzt holen, die kann dann auch noch mal ein paar von den Edelmetallen mitnehmen. Weil hier sind ja die Lager schon wieder proppevoll. Ist ja unglaublich. Genau. Ganz hervorragend. Ob ich hier noch meine triboelektrische Bürste aufbaue? Ich weiß halt nicht, ob sich das mit diesen Bürsten so lohnt, ehrlich gesagt. Wobei die Gebäude hier ja schon relativ sauber aussehen eigentlich. Und das reduziert ja dann auch wieder die Wartungskosten eigentlich, ne? So gesehen. Dann sollte ich das aber vielleicht auch mal hier aufbauen. Die brauchen halt so viel Power. Auch wenn man da den Radius dann halt erhöht, ne? Ich baue die mal hier hin. Oder hier hin. Ich glaube, es kann schon nicht schaden, wenn wir die Dinger bauen. So unterm Strich würde ich mal sagen, das kann nicht schaden. Weil, ich meine, wir verbrauchen dadurch zwar mehr Energie, aber dafür sparen wir halt Wartungskosten bei den umliegenden Gebäuden. Und das heißt, wir verbrauchen wieder weniger Electronics, wir verbrauchen weniger Maschinenteile und sowas. Ist schon wichtig, glaube ich. So, der müsste auch gleich gebaut werden, hier der Turm. Wenn sie Metall kriegen, die Drohnen. Genau, weniger Metall. Funding received, nice. Wir haben Geld gekriegt und die Rakete ist da. Dann lassen wir die doch gleich mal hier landen, würde ich sagen. Dann können die Drohnen hier gleich das Lager leer machen mit dem Edelmetall. Wie ich das direkt auf dem Reaktor landen lasse, fast schon. Abenteuerlich, abenteuerlich. So, wo macht denn so eine triboelektrische Bürste noch Sinn? Eine sehr gute Frage. Aber ich würde sagen, die Antwort auf diese Frage, die kommt nicht mehr in dieser Folge. Die Antwort auf diese Frage kommt in der nächsten Folge Surviving Mars, wenn wir dann auch das Wunder in Angriff nehmen und anfangen zu bauen. Das Neue. Und da würde ich sagen, bis zur nächsten Folge Surviving Mars. Bis dann, ciao, ciao.